Mai 2017. Niko Kovac und seine Eintracht stehen im DFB-Pokalfinale. Kovac rettete die Frankfurter gerade einmal ein Jahr zuvor vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit. Er formte mit Spielern aus 17 Nationen eine Einheit, eine Eintracht. Pokalfinale 2017. Das Ende eines Höhenflugs? Für Niko Kovac ist klar. Wir werden im nächsten Jahr wieder angreifen und versuchen, das vielleicht besser zu machen. Danke. 19. Mai 2018. DFB-Pokalfinale. Die Rückkehr der Adler. Wir wollen das Spiel gewinnen und deswegen werden wir uns auch auf das fokussieren. Die Bayern. Nicht nur der Gegner, sondern auch Niko Kovacs künftiger Arbeitgeber. Nach der Rettung nun die Rückkehr. Und der erste Titel für Eintracht Frankfurt seit 30 Jahren. Kein Trainer hat vergangene Saison mehr aus den Möglichkeiten seiner Mannschaft rausgeholt. Mit Disziplin, harter Arbeit und dem Glauben an die eigene Stärke. Was Niko Kovac in Frankfurt geleistet hat, würde man sich viel häufiger in der Liga wünschen. Kein Wunder, dass die Bayern da direkt zugeschlagen haben. Der Sportbild Award Trainer des Jahres geht an Niko Kovac. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Niko Kovac. Herzlichen Glückwunsch. Niko Kovac, herzlichen Glückwunsch. Ein weiterer Pokal. Niko Kovac, erstmal auch noch Glückwunsch, nicht nur zum Preis, sondern auch zum Sieg gegen Hoffenheim am Wochenende. Danke. Das große Thema ist allerdings, wenn man heute die Bild gelesen hat. Wollte man getan haben, jawohl. Vorbereitung für heute Abend. Der Videoschiri. Was halten Sie davon? Da brauche ich keine Bild lesen, denn ich war am Freitag ja auch live dabei. Ja, ich bin grundsätzlich Befürworter, denn ich denke, die Technik nutzen wir tagtäglich, also warum nicht im Fußball? Nur im Moment hat es der VAR ein bisschen schwierig in Deutschland, aber wir werden das schon besser hinkriegen, denn es ist erst der erste Spieltag. Also man könnte sich bei Ihnen noch die Tipps abholen, wie man an manchen Stellen verbessern könnte? Na, nicht bei mir. Ich denke mir, bei der Weltmeisterschaft hat man es genau gesehen, wie man es besser machen kann und ich bin mir auch sicher, dass es besser werden wird. Haben Sie von Ihrer Position bei der Ribéry-Szene direkt gedacht, das ist kein Elfer, oder haben Sie es später erst im Fernsehen gesehen? Nein, ich konnte es nicht sehen. Also im Nachhinein habe ich auch gesagt, es war kein Elfmeter. Wobei jetzt beim Tor von Thomas hätte ich auch nicht gesagt, dass es Handspiel war. Also es ist ja das Schöne beim Fußball, man kann immer wieder diskutieren. Ja, man hat den Videoschiedsrichter diskutiert, man hat ihn nicht, man diskutiert. Also von daher, man kann tagtäglich darüber diskutieren. Wäre Ihr Start bei Bayern schwieriger gewesen ohne den Pokalsieg? Ja, das weiß ich nicht. Für mich persönlich nicht, aber wahrscheinlich für viele, die gesagt haben, okay, jetzt kommt ein Trainer, der ist noch kein Meister gewesen, kein Pokalsieger. Da hat man ihn erstmal angeschaut, aber gut, es ist so, wie es ist. Ich bin jetzt da. Wir machen die Arbeit tagtäglich, so wie wir sie in Frankfurt auch getan haben. Natürlich mit anderen Spielern, aber es macht genauso viel Spaß und ich hoffe, dass wir dieses Jahr auch erfolgreich sein werden. Die WM war ja aus deutscher Sicht ein nicht ganz so erfreuliches Ereignis. Dafür haben uns die Kroaten sehr, sehr begeistert, mit ihrer Art Fußball zu spielen und den großartigen Siegen. Würden Sie den DFB-Pokalsieg hergeben für den WM-Titel der Kollegen? Oh, schwierige Frage. Ja, als Patriot würde ich sagen, ja. Oha, große Geste. Wow. Große Geste. Das wird man in Kroatien registrieren. Jetzt sind wir hier in Hamburg, da sagt man Butter bei die Fische, wenn man wissen will, wie es weitergeht. Der Name, der uns alle gerade interessiert, ist Jerome Boateng. Geht er und wenn ja, wohin? Bitte jetzt. Auf dem Weg hierher vom Flughafen habe ich nochmal bei Ihnen nachgelesen. Sie wissen ja wahrscheinlich wieder mehr als ich. Wieder gefällt mir, ja. Stand jetzt, muss ich ja sagen, wird er bleiben. Okay. Über 50% oder wie ist Ihre gefühlte Temperatur? Ja, ich habe mit Jerome gesprochen und ich habe ihm klipp und klar gesagt, also so wie ich ihn sehe, ich halte ihn für einen der weltbesten Innenverteidiger, die es gibt. Wenn er denn bleiben möchte, ja, dann kann er gerne bleiben. Wenn er denn geht, dann verstehe ich das auch. Aber mein Gefühl war, dass er gerne bleiben möchte und wir können uns ja noch in ein paar Tagen treffen
mal sehen, was dann passiert ist. Sie meinen Sie und Boateng oder wir treffen uns nochmal und Sie erzählen uns, wie es ausgegangen ist? Nee, wenn, dann wir beide. Okay, freue mich sehr drauf. Ich halte mir was frei. Niko Kovac, wir gratulieren nochmal ganz, ganz herzlich. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie aus München heute zu uns gekommen sind und wir sind gespannt, was titelmäßig in diesem Jahr mit den Bayern noch geht. Ich wollte aber noch eins sagen. Sehr gerne. Also, ich stehe hier. Erster Applaus? Wir machen es. Nein, das muss später kommen. Also es ist so, ich stehe jetzt hier stellvertretend für die Eintracht, beziehungsweise für mein Trainerteam und für meine Spieler, aber auch für meine Fans. Diesen Preis habe ich nicht alleine erkämpft und erarbeitet, sondern im Team. Deswegen ist die Eintracht so stark gewesen letztes Jahr. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken und natürlich bei der Jury, die sich für mich entschieden hat. Vielen Dank. Das ist mir sehr zu schätzen.